Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben 18.30 Uhr. Herzlich willkommen zu einem weiteren und für dieses Jahr das letzte Webinar von mir, Claudia Jankewitz. Mein Thema heute, Einstieg in den Optionenhandel. Gut, also Einstieg in den Optionshandel und Anwendung in der TWS Set Trader Workstation. Bevor ich starte, hier noch der Haftungsausschluss. Gerade dieses Webinar heute ist also für Trainingszwecke zu sehen. Ich habe heute wenig Analysen oder eigentlich gar keine Analysen oder irgendwelche Empfehlungen. Sollte heute gehen wir wirklich rein. Einsteiger-Webinar für Optionenhandel. Wer sich mit dem Optionenhandel komplett neu beschäftigt oder sagt, ich fühle mich noch nicht so ganz sicher, das eine oder andere verstehe ich immer noch nicht, was das soll oder was hat das für Auswirkungen oder was mache ich wann? Ich denke mal, das ist heute Ihr Webinar. Also, mein Thema heute, was sind Optionen? Vorteile von den US-Optionen und US-Handel. Wie funktioniert der Kauf eines Calls? Ich werde auch kurz den Put mit erwähnen. Ich werde auch Stillhaltergeschäfte mit erwähnen. Aber heute konzentrieren wir uns mal auf eine Sache. Und Sie werden sehen, die eine Stunde Webinar wird vielleicht noch nicht mal ganz ausreichen, um wirklich das so komplex zu behandeln. Deswegen, ich versuche es mit ganz einfachen Worten und praxisgerecht zu halten, ohne sie zu überfrachten. Und wir machen das Ganze an einem Beispiel durch. Wie funktioniert der Kauf eines Calls? Was ist meine Chance? Was ist mein Risiko? Wie wähle ich den Ausübungspreis, den Strike? Wie wähle ich die Laufzeit? Was sollte ich da beachten? Und natürlich, was ist, wenn der Trade mal gegen mich läuft? Was passiert dann? Was passiert mit der Option? Wie sollte ich mich verhalten? Und natürlich, Optionen sind nicht einfach so wie eine Aktie handeln, die man ewig hält, ja, sondern Optionen, die haben einen Verfallstag. Also, was passiert mit meiner Option am Verfallstag in meinem Depot? Auch ganz wichtig für den Fall der Fälle. Wie können Sie Optionen handeln? Was brauchen Sie dazu? Anwendung in der Praxis. Wir gucken uns das Ganze also in der Trader Workstation an. Live. Ich habe die laufen und dann machen wir das einfach mal alles komplett durch. Und zwar von der Orderaufgabe, Kauflimitänderung, Stornierung, Verkauf. Ich gehe noch auf verschiedene andere Sachen ein. Also Sie sehen, ich habe viel vorbereitet und natürlich möchte ich auch auf Ihre Fragen eingehen. Also starten wir. Das erste ist, was sind denn Optionen? Es sind Derivate, die sich von Basiswerten ableiten. Das kann eine Aktie sein, das kann ein Index sein, ein Index-ETF, ein ETF von irgendwelchen Warenkörben, das kann Edelmetalle sein, Gold, Silber, Goldminen. Ja, also, Sie haben Calls und es gibt Puts. Ganz grob gesagt, Calls ist das Recht, einen Basiswert zu kaufen zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt und der Put ist das Recht, einen Basiswert zu verkaufen. Generell, wenn Sie einen Call kaufen, dann erwarten Sie steigende Kurse und wenn Sie einen Put kaufen, dann erwarten Sie sinkende Kurse. Sie benötigen weniger Kapitaleinsatz als bei einem Aktienhandel durch die Hebelwirkung. Wenn Sie bei einem Aktienhandel 100 Aktien vielleicht 5.000 Euro investieren müssten, reicht für einen Call zum Beispiel 500 Euro. Also dadurch haben Sie dann eine Hebelwirkung. Sie können mit Ihrem Kapital viel mehr bewegen. Sie können viel mehr Ihr Geld diversifizieren. Ansonsten für die 5.000 könnten Sie eben nur sagen wir mal, die 100 Aktien haben, wenn Sie diese gleiche Bewegung mitnehmen möchten. Auf die Calls oder auf die Puts, auf die Optionen, können Sie das Ganze eben aufteilen. So. Calls und Puts gibt es am europäischen Markt und sie gibt es am US-Markt. Am US-Markt
wird gehandelt an den US-Terminmärkten. Das ist dort, wo ich es handle. Gehe ich gleich noch ein. Das Ganze geht auch, Optionen werden auch an der Eurex gehandelt, an der europäischen Börse. Also, es sind Termingeschäfte, sie haben begrenzte Laufzeit. Also sie haben eben Verfallszeiten, sie haben bestimmte Laufzeiten. Hier zur Verdeutlichung, wenn Sie auf steigende Kurse setzen, dann kaufen Sie einen Call. Wenn Sie auf sinkende Kurse setzen, dann kaufen Sie einen Put. Soweit dürfte es klar sein. Weil das war etwas, was ich bei manchen schon gemerkt habe, das war bei manchen schon ein bisschen verwirrend. Die Vorteile von Optionen sind, Sie können hier handeln, unabhängig vom Markttrend. Das heißt, Sie können in einem Bullenmarkt handeln, in einem Bärenmarkt handeln. Sie können ja auf steigende Kurse, auf fallende Kurse können Sie setzen. Es gibt auch verschiedene Strategien, Kombinationen mit Optionen. Also Optionen haben eine unwahrscheinliche Spielwiese. Sie werden eben direkt an den Terminbörsen gehandelt und sie haben eben keine WKN. Ja? Und sie haben keine ISIN, weil es sind keine von irgendwelchen Emittenten, von Banken herausgegebene Produkte, sondern sie werden direkt an eine Börse gehandelt. Die Kurse werden dort direkt gestellt. Sie haben kein Finanzprodukt, wo nochmal eine Bank nochmal irgendwelche Gebühren draufpackt, versteckt irgendetwas mit, von die Wohler dann mit anzieht und auf einmal größere Spreads reinzieht. Also Sie haben hier bei den Optionen eine transparente Preisgestaltung. Sie haben keine versteckten Kosten, Sie haben keine Übernachtzinsen, wie man es bei CFDs zum Beispiel hat. Optionen zu handeln ist unsagbar günstig. Hier bei Lynx, Sie zahlen für eine europäische oder an der Eurex-Option zahlen Sie 2 Euro, für Optionen an der US-Terminbörse 3,50 Dollar. Sie können auch Stillhalterpositionen eingehen. Das ist etwas, was Sie nicht mit Optionsscheinen machen können. Das behalten sich die Banken schön vor. Und wer sich vielleicht schon mal mit Optionenhändlern unterhalten hat, viele machen eben Stillhalterpositionen, weil die eben auch sehr lukrativ sind. Muss man allerdings Verschiedenes berücksichtigen. Das ist nicht ganz ohne. Deswegen sage ich immer, wer sich am Anfang erstmal mit Optionen beschäftigt, fängt vielleicht erstmal mit dem Kauf von Optionen an und geht dann langsam über in die Stillhaltergeschäfte, wenn man dann ganz einfach weiß, was die Konsequenzen sind. Weil Optionen sind eben ein spezielles Finanzkonstrukt. Das sollte man dann wissen, was jeweils mit hinten dran ist, was das bedeutet. Deswegen zeige ich Ihnen das heute eben auch genau auf. Was Stillhalterpositionen sind, kommen wir drauf. Sie können sehr hohe Gewinne damit einfahren, also 100% oder auch mehr, sind keine Seltenheit, vor allen Dingen, wenn Sie eben einen Call kaufen und der Kurs geht sehr schnell nach oben, so wie wir es zuletzt bei Walt Disney zum Beispiel gesehen haben. Ja, da haben Sie dann also sehr schnell 100% und mehr. Aber natürlich freuen wir uns auch über 20%, 30%, 40%, 50%, je nach Strategie, die Sie eben fahren. Das Praktische ist am US-Markt. Der Handel ist sehr günstig. Er findet in den Nachmittags- und Abendstundenzeit von unserer Zeit her, nämlich von 3:30 bis abends 10 Uhr. Und ich finde das ganz einfach sehr praktisch mit für diejenigen, die ganz einfach noch berufstätig sind, die ganz einfach sagen, ich habe einfach erst gegen Abend Zeit, vorher bin ich noch mit anderen Sachen beschäftigt. Ja, deswegen finde ich diesen Handel am US-Markt sehr praktisch. Und der US-Markt ist nun mal einfach der liquideste Aktienmarkt. Die Aktien, ETFs, die Indizes, Edelmetalle, Silber, Gold, die haben eine sehr hohe Liquidität. Die werden sehr viel gehandelt, ein sehr großes Volumen. Und dadurch werden auch die Optionen dementsprechend
auf diese Basiswerte auch sehr viel gehandelt. Hier nochmal zur Verdeutlichung. Bei einem Kauf von Optionen steigende Kurse, Sie kaufen einen Call, sinkende Kurse, einen Put. Wenn Sie einen Call kaufen, dann gehen Sie eine sogenannte Long-Call-Position ein. Und wenn Sie einen Put kaufen, dann gehen Sie eine sogenannte Long-Put-Position ein. Long heißt in diesem Fall eben, dass Sie etwas kaufen. Weil genau das Gegenteil, und jetzt kommen wir, was sind Stillhaltergeschäfte? Das ist nämlich dann, wenn Sie einen Call verkaufen, eine Prämie einnehmen, dann haben Sie eine Short-Position, eine Short-Call-Position. Und wenn Sie einen Put verkaufen, um diese, ja, um in diesen Trade einzusteigen, um eine Position zu eröffnen, dann haben Sie eine Short-Put-Position. Sie kennen vielleicht ansonsten das Wort Long-Position, ganz einfach, dass Sie sagen, Sie setzen auf steigende Kurse. Hier bei den Optionen, in diesem Fall ist es eben, ja, also ein Long-Call. Long, weil Sie das gekauft haben. Und Call ist eben das, was auf steigende Kurse setzt. Bei Verkauf ist es eine Short-Call oder eben eine Short-Put-Position. Ich gehe heute nur ganz, ganz wenig auf Stillhaltergeschäfte ein. Das mache ich gerne mal ein anderes Mal. Aber Sie werden sehen, dass selbst das, was ich jetzt heute behandle, schon umfangreich ist. Aber meiner Meinung nach ganz einfach wichtig ist, wenn Sie sich mit Optionen beschäftigen, wenn Sie Optionen handeln und wenn Sie das Prinzip, was ich Ihnen heute jetzt in dieser einen Stunde versuche näher zu bringen, wenn Sie das logisch ganz einfach nachvollziehen können. Wenn Sie das können, dann ist schon sehr, sehr viel gewonnen und dann können Sie alles andere automatisch nachvollziehen. Und Stillhaltergeschäfte können wir dann gerne ein andermal machen. Also, Kauf von Optionen. Spielen wir mal das Ganze an einem Beispiel durch. Nämlich anhand eines Calls. Und dann gehen wir in die Praxis über. Also, als Beispiel. Wir haben hier einen Wert. Die Aktie tendiert hier, ja, seit längerem seitwärts. Das sind hier Tageskerzen. Es ist jetzt noch uninteressant, welcher Wert das ist, sondern ganz einfach ein Wert, der hier so, ja, zwischen 48 und 51 Dollar hin und her schwankt, seitwärts seit einigen Wochen. Und Sie sagen aber, ich setze jetzt hier drauf, dass der Kurs nach oben ausbricht und ich setze auf steigende Kurse. Dann kaufen Sie eben einen Call. Zum Beispiel hier 18. Juni 2021, das ist die Laufzeit, und ein Strike 48 Dollar Call. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie, wenn Sie diesen Call kaufen, das Recht haben, 100 Aktien von diesem Wert hier zu einem Preis von 48 Dollar bis spätestens 18. Juni eben zu kaufen. Bei amerikanischen Optionen können Sie das jederzeit ausüben, Ihr Recht. Bei europäischen Optionen ist das nur zum Laufzeitende her. Wohingegen hier amerikanisch, europäisch nicht geografisch zu sehen ist, an welchen Börsen das gehandelt ist, sondern ganz einfach vom Konstrukt her. Aber in der Regel, was ich handle, sind immer amerikanische Optionen an der US-Terminbörse, die jederzeit ausgeübt werden können. Der Strike, das ist dieser Ausübungspreis. Also in diesem Fall haben Sie eben das Recht, dann 100 Aktien zu einem Preis von 48 Dollar zu kaufen. Würde ja bedeuten, einen Kapitaleinsatz von 4.800 Dollar.
Sie sind aber in der Regel ja nicht an der Aktie interessiert, sondern Sie wollen ja ganz einfach nur an der Kurssteigerung teilnehmen und den Gewinn mitnehmen. Das heißt, Sie kaufen den Call, dann steigt der Kurs und Sie verkaufen den Call dann wieder mit Gewinn. Die Differenz ist zwischen Kauf und Verkauf ist eben Ihr Gewinn. Dieser Call, sagen wir mal, kostet 3 Dollar. Und 3 Dollar für einen Call bedeutet einen Kapitaleinsatz von 300 Dollar. Weil ein Call, ein Kontrakt bewegt 100 Optionen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Puts. Es sind immer ein Kontrakt, 100 Optionen, die Kosten mal 100. Das ist Ihr Kapitaleinsatz. Das heißt, nochmal zur Klarstellung, Sie kaufen einen Call zu 3 Dollar und Sie zahlen 300. In Ihrem Depot werden 300 Dollar Ihnen praktisch von der Liquidität abgebucht für diese Position. Das ist nämlich etwas, wo schon viele oftmals in Schwanken kommen. Und wenn Sie gerade erst am Anfang sind von Optionenhandel, dann empfehle ich Ihnen sowieso, dass Sie immer nur einen Kontrakt erstmal kaufen, bis Sie einmal mal ein Gespür dafür kriegen. Gerade durch die Hebelwirkung sind die Schwankungen natürlich stärker. Ja? Was ich Ihnen hier eingezeichnet habe, ist eben dieser Strike-Preis hier bei 48 Dollar. So. Der Kurs steigt nach oben, Ihr Call steigt. Und Sie verkaufen den Call zu 5 Dollar. Zum Laufzeitende, also am 18. Juni, zum Laufzeitende ist der Call dann im Gewinn, wenn der Kurs über 51 ist. Für Sie zur Information, das rechnet sich ganz einfach hier die 48. $48 plus die 3 Dollar sind wir bei 51. Der Call ist zum Ende der Laufzeit. Bei über 51 Dollar ist der im Plus, weil es muss ganz einfach das noch kompensiert werden, diese 3 Dollar. So. In der Regel verkaufen wir aber ja früher. Das heißt, wir haben schon viel vorher Gewinn und in dem Fall nehmen wir jetzt ganz einfach an, der Call steht bei 5 Dollar. Gekauft haben wir den für 3 Dollar. Wir verkaufen den Call jetzt. Das heißt, unser Gewinn sind eben diese 2 Dollar. In Ihrem Depot sind das eben 200 Dollar. Das heißt, Sie haben einen Gewinn gemacht von 66%. Ja, und zwar in dem Fall ganz einfach, wenn jetzt hier nur der Wert um ein paar Dollar nach oben gestiegen ist. Das ist die Hebelwirkung, meine Damen und Herren. Ich gucke immer mal zwischendrin in die Fragen rein. Nur ganz kurz zum Erwähnen, bei einem Spread, wo wir eben eine Kombination von zwei Optionen her haben, ja, dann zahlen Sie zweimal. Ja, dann zahlen Sie pro Leg, sagt man dementsprechend. Also bei einem Spread, Sie kaufen den Call und verkaufen den Call zusammen als Kombination. Sie zahlen aber zweimal eben diese Gebühr. Korrekt. So. Unser Gewinn 2 Dollar. Das ist das Prinzip von einer Long-Call-Position für steigende Kurse. Ich denke mal, soweit dürfte es klar sein, oder? Gut. Hier nochmal kurz zur Zusammenfassung. Sie kaufen einen Call, Sie erwarten steigende Kurse. Sie zahlen dafür eine Prämie. Danach verkaufen Sie den Call mit Gewinn und Sie sind eben nicht an der Aktie oder an der Dividendenauszahlung interessiert. Und das Wichtige für Sie ist, Ihr Risiko ist auf den Kapitaleinsatz reduziert. Also hier eben diese 300 Dollar. Sie haben aber eine unbegrenzte Gewinnchance, weil ja der Kurs der Aktie theoretisch unbegrenzt nach oben steigen kann. In der Praxis ist natürlich Ihre Gewinnchance begrenzt auf das Ende der Laufzeit. Das heißt, spätestens am 18. Juni ist halt eben Ende. Aber ansonsten nach oben hin
ist hier nichts gedeckelt, wie es eben ansonsten bei gewissen Kombinationen von Optionsstrategien ist. Zurück zum Beispiel. Die Frage ist ja jetzt, welche Laufzeit wähle ich denn und welchen Strike wähle ich denn eigentlich? Das ist ja oft mal immer das Thema, ja, dass man sagt, okay, gut, ich habe jetzt hier mein Setup, geht nach oben, aber welche Laufzeit, welchen Strike wähle ich und was passiert denn, wenn der Trade gegen mich läuft? So, Thema Dividende. Wenn Sie eine Option halten, erhalten Sie keine Dividende. Ansonsten komme ich noch einmal ganz kurz zu dem Thema Dividende und einer Information vom Broker zum Ende des Webinars. Aber Option, erhalten Sie keine Dividende. Dazu müssten Sie dann die Option ausüben, die Aktie haben und nur dann würden Sie es kriegen. Thema, welcher Strike-Preis nehme ich denn? Und dann haben Sie vielleicht schon mal davon gehört, dass jemand gesagt hat, ja, dieser Strike ist am Geld, im Geld oder aus dem Geld. Jetzt sehe ich hier gerade, dass hier meine Notierungen sind. Ich glaube, ich nehme mal den anderen Stift von mir her. Da haben wir nämlich das nicht. So. Der Kurs der Aktie ist bei 49 Dollar. Jetzt einfach für das Beispiel. Dann ist der Strike 49 Dollar eben genau am Geld. Weil eben hier Aktienkurs und der Strike, die sind gleich. Dieser Strike ist dann am Geld. Wählen Sie einen niedrigeren Strike, eben hier den 48 Dollar, dann ist der im Geld. Weil der liegt eben unterhalb des Kurses. Der Strike liegt im Geld. Wählen Sie einen Strike 50 Dollar, dann ist der aus dem Geld, weil er liegt ja oberhalb des Aktienkurses. Mein gewählter Strikepreis hier für das Beispiel ist eben 48 Dollar. Damit ist die im Geld. Je tiefer der Strike im Geld ist, also wenn Sie jetzt hier 47, 46 oder 45 wählen würden, umso höher ist das sogenannte Delta. Umso schneller steigt der Wert des Calls. Das Delta bei einem Strike oder bei einer Option am Geld ist 0,5. Das heißt, steigt die Aktie um einen Dollar, steigt ihr Call um 50 Cent. Das heißt es. Und wenn Sie eben tiefer ins Geld reingehen, umso höher ist das Delta, dann kann das eben 55 sein oder 66, 70, 80 sein. Dann steigt eben die Aktie einen Dollar und ihre Option steigt dann eben 60, 70 oder 80%. Und je mehr dann ja die Aktie steigt, umso automatisch tiefer wird ja dann ihr Strike-Preis und umso schneller gewinnt ihre Option an Wert. Sie sehen, das Ganze geht nicht linear, sondern das geht exponentiell. Je weiter Sie den Strike aus dem Geld wählen, klar, umso niedriger ist das Delta. Je weiter der Kurs steigt, steigt dann aber auch das Delta an. Zurück zu unserem Beispiel. Der Kurs, sagen wir mal hier eben 49,50, gewählter Call ist im Geld, dann vielleicht hier bei 55 oder 60 in dem Fall. Ja. In der Regel wählt man einen Strike-Preis, der am Geld ist, leicht im Geld oder leicht aus dem Geld. Also hier so in diesem Bereich, ja, wenn hier der Kurs ist, so hier leicht in diesem Bereich, Sie können da nicht viel falsch machen. Gerade wenn es eben hier so kleine Schritte sind von einem Dollar, ob Sie jetzt genau am Geld sind oder eins aus dem Geld oder eins im Geld, ist das nicht so gravierend. Ja. Bei Werten unter 50 Dollar,
wie jetzt hier zum Beispiel, dann sind die Strikes entweder in Dollarschritten oder in 2,5 Schritten. Bei Werten über 50 Dollar, dann sind sie oftmals in Schritten von 2,5 oder von 5 Dollar. Und je teurer die Aktie wird, umso größer werden dann auch die Schritte zwischen den Strikes. Das kann dann später mal nur 10 Dollar sein. Dann ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jetzt am Geld, im Geld oder aus dem Geld wähle. Ja, dann muss man dann schon gucken und dann guckt man vielleicht eh am ehesten am Geld und dann hat man Delta von 50 und je nachdem geht es dann nach oben. Je tiefer im Geld der Strike ist, umso teurer wird die Option. Klar, sie profitieren ja auch umso schneller davon. Es wählen aber viele Händler oder gerade oftmals Anfänger, wählen die günstigsten Optionen, weil die weiter aus dem Geld sind. Ja, je weiter aus dem Geld, umso günstiger ist die Option, dann zahlen sie eben nicht, wie jetzt in meinem Beispiel, 3 Dollar, sondern vielleicht nur 1 Dollar. Aber Sie müssen bedenken, Sie haben dann vielleicht nur ein Delta von 20 oder 30. Das heißt, die Aktie muss natürlich um einiges steigen, damit spürbar Ihr Call auch dementsprechend steigt. Das dauert dann eben einfach ein bisschen länger, bis die Option anspringt. Wichtig ist dann in dem Fall auch, dass Sie eine gewisse, auch eine entsprechend lange Laufzeit wählen. Daher ist nämlich das nächste Thema, welche Laufzeit sollte man denn jetzt wählen? Das ist jetzt natürlich ungünstig, dass seine ganzen Malereien jetzt hier drinnen sind, so war das eigentlich nicht gedacht. Ich hoffe, dass Sie da jetzt drüber hinweg gucken, bitte einfach. Ich habe nämlich dieses Tool von unserem Webinar-Software jetzt hier genommen, anstelle von meinem, was ich sonst nehme. Ich wollte das mal ausprobieren, aber jetzt sehe ich die Auswirkungen davon. Okay, also Fehler machen manche, dass sie zu kurze Laufzeiten wählen. Weil je kürzer die Laufzeit, umso günstiger auch wieder die Option. Und oftmals wollen ja eben gerade Optionshändler, wenn das Depot jetzt nicht so groß ist, dann schaut man ja, wo kann ich noch ein bisschen was sparen. Aber eine Laufzeit zu kurz zu wählen, kann mal nach hinten losgehen, weil was ist nämlich der Punkt? Wir haben einen Zeitverfall bei Optionen. Ja, hier ist diese Zeitverfallkurve. Hier, das sind diese Monate, 9, 6, 3 Monate bis zum Verfall. Und dann hier eben von dem Prozentsatz, was Ihnen an Zeitwertverfall in der Option verloren geht. Deswegen Laufzeiten lieber lang genug wählen. Eine Laufzeit richtet sich natürlich nach der Haltedauer. Machen Sie jetzt nur Swing Trading und Sie beabsichtigen, diese Position nur 3 bis 5 Tage zu halten, dann reicht Ihnen die Option des sogenannten Front Months. Das heißt, jetzt sind wir im Dezember, dann würden Sie die Option wählen für den Januar, wenn Sie nur ein paar Tage halten. Alles andere, was aber länger ist, empfehle ich Ihnen mindestens 3 Monate zur Laufzeit zu wählen. Und Sie sehen ja hier, selbst wenn Sie zwischen 3 und 6 Monate wählen, dann haben Sie hier noch einen relativ starken Kurswertverfall. Da müssen Sie sich schon wirklich sehr sicher sein und einen dynamischen Ausbruch nach oben erwarten, damit das eben kompensiert wird durch die Kurssteigerung. Was passiert denn, wenn der Trade gegen mich läuft? Und dann ist ja auch noch die Frage, was passiert, wenn der Verfallstag kommt und ich mache nichts? Ja, ich halte die Option weiter. Das ist ganz, ganz wichtig, meine Damen und Herren. Hier ist nochmal das optimale Szenario. Wir kaufen den Call, Kurs steigt, Call läuft in den Gewinn, wir verkaufen mit Gewinn, wunderbar, wir freuen uns. Aber was passiert denn, wenn der Trade jetzt eben nicht so läuft, wie er sollte? Wenn der Trade gegen mich läuft? Der Call läuft in den Verlust, wenn der Kurs seitwärts geht, nämlich durch den Zeitwertverlust verliert Ihr Call an Wert und er verliert, wenn der Kurs sinkt. Der Call läuft ins Minus und der Call verfällt wertlos, wenn er am Verfallstag der Kurs unter 48 Dollar ist, also unterhalb des Strikes.
dann verfällt der wertlos. Das heißt, Ihr maximaler Verlust sind $300, Ihr Kapitaleinsatz. Ist schon schlimm genug, aber zumindest wissen Sie, da kann nicht noch mehr gefordert werden. Da kommt keine Nachschusspflicht oder Sonstiges. Das sind die $300. Das heißt, wenn Sie diesen Trade eingehen, wissen Sie auch automatisch, das ist mein maximaler Verlust. Und das nur kurz erwähnt am Rande, das wissen Sie bei Stillhaltergeschäften eben nicht. Da kann es unbegrenzt sein. So, also, wichtiger Punkt. Maximaler Verlust, Kapitaleinsatz. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Was passiert denn, wenn meine Option verfällt und ich mache nichts? Ja, ich halte einfach diese Option weiter. Sie verkaufen den Call nicht. So, und jetzt kommt eben der Verfallstag immer näher. So, generell, wenn Sie nicht an der Aktie interessiert sind und die Option nicht ausüben wollen, um diese Aktie zu erwerben, dann bitte den Call immer vor Verfall verkaufen. Ganz wichtig. Also, Sie sollten kaufte Optionen immer verkaufen, außer Sie sind eben kurz vor dem Verfall. Ja, sagen wir mal, Sie haben jetzt eine Option, die jetzt morgen verfällt. Morgen, 18. Dezember, ist großer Verfallstag. Und Sie haben eine Option und die ist nur noch ein paar Cents wert. Ja, die kriegen Sie dann auch schon gar nicht mehr los wahrscheinlich. Die verfällt dann eben am Samstag wertlos und die wird dann wertlos ausgebucht. Da brauchen Sie dann die Gebühr auch nicht mehr ausgeben. Ist aber die Laufzeit noch länger und diese Option, es lief eben nun mal sehr schlecht, das ist nur noch ein, zwei Cents wert, dann lassen Sie aber bitte diesen Verkauf mit good to cancel, mit 1 bis 2 Cent, bitte in der Brokermaske. Entweder er wird ausgeführt, ja, im Laufe der Zeit, nämlich dann, wenn wieder Handel eben stattfindet und vielleicht doch sich der Kurs noch ein bisschen erholt und Sie sind raus aus der ganzen Sache. So. Jetzt kann es ja nämlich auch sein, sagen wir mal, die Laufzeit ist noch länger, noch ein paar Monate. Sagen wir mal, Sie haben eben nicht den Verkauf drin in der Handelsmaske mit GTC, also mit Good Till Order, sondern haben da gar nichts drin. Sondern haben das Ding einfach drin. Und jetzt sagen wir mal, Sie denken nicht mehr dran und Sie haben den Call noch im Depot. Der Kurs erholt sich wieder. Dann ist das zwar schön für Ihren Call, weil der ja wieder an Wert gewinnt. Doch wenn Sie jetzt eben nicht mehr dran denken, weil Sie den Trade ja für sich eigentlich schon abgeschrieben haben, und dann läuft Ihnen vielleicht dieser Call ins Geld. Das heißt, der Kurs steigt dann doch wieder über den Strike-Preis. Und dann passiert nämlich Folgendes. Ja? Sie haben diese Option noch im Depot. Sie verkaufen die nicht. Also Sie haben hier diesen Long-Call. Sie werden nicht tätig. Sie verkaufen den Call nicht. Und der Call ist im Geld. Was passiert dann nämlich? Dann wird nämlich automatisch diese Option ausgeübt. Das heißt, der Basiswert, eben diese Aktie, die wird zum Basispreis gekauft und in Ihrem Portfolio eingebucht. Und zwar nicht nur eine Aktie, sondern Sie erinnern sich, ein Call bewegt 100 Optionen. Das heißt, Sie haben dann hier, es wird Ihnen eingebucht, 100 von diesen Aktien. Das wäre jetzt zum Strike-Preis von 48. Ein Kapitaleinsatz von 4.800. Die haben Sie vielleicht nicht unbedingt immer liquide. Dann kann es sein, dass der Broker Ihnen eben andere Positionen schließt, damit eben hier das gedeckt ist. Ja, deswegen sage ich immer, bitte verkaufen Sie Ihre gekauften Optionen, verkaufen Sie die immer vor dem Verfall. So, wenn jetzt diese Option allerdings aus dem Geld ist, der Kurs ist unter dem Strike, dann verfällt die automatisch, da Sie den zugrunde liegenden Basiswert am Markt ja eben erwerben, günstiger erwerben könnten und Sie
verlieren eben ihre anfangs gezahlte Optionsprämie. Das ist dann eben ihr Kapitaleinsatz. So. Das ist kein Steuerproblem, weil schon vor ein paar Jahren gab es nämlich eine Rechtsprechung dazu, dass hier selbst auch verfallene, wertlos verfallene Optionen müssen anerkannt werden. Dieser Verlust muss anerkannt werden. Das war früher mal so, ist kein Steuerproblem. So. So viel zu dem Ganzen, wie es abläuft. Ich wechsle jetzt auf meine Trader Workstation und wir machen das Ganze mal in der Praxis. Das ist jetzt natürlich höchst ungünstig, dass hier überall diese Zeichen drin sind. Okay, ich verwende das Zeichentool definitiv nicht noch einmal. So, wir haben jetzt Folgendes. Sie loggen sich in Ihre Trader Workstation ein. Dann haben Sie vielleicht manche. Was habe ich denn jetzt da wieder raus? Donnerwetter. Ich will das jetzt eben nicht hier haben und ich will meine. Kann ich da nicht ran? Jetzt habe ich immer noch das. Ah, das ist natürlich höchst ungünstig. Ich kann jetzt, sag es bloß, ich kann jetzt nicht agieren in meiner Handelsplattform, weil ich dieses Ding, das Zeichentool habe. Alle Zeichnungen löschen. Das ist doch schon mal gut. Und Zeichenmodus aufheben. Yeah! Ich lerne auch noch dazu. Sehen Sie. Also, Sie loggen sich in Ihre Trader Workstation ein. Und dann kann es sein, manche Leute sagen mir, bei mir sieht es aber anders aus als bei Ihnen immer in den Anleitungen oder im Webinar. Es kann sein, dass Sie vielleicht dann diese Ansicht haben. Dann ist das hier Mosaik. Gehen Sie einfach hier unten auf klassisches Trading, dann haben Sie diese Ansicht. Und eine Dame schrieb mir vor kurzem, die hat gesagt, ich weiß noch nicht einmal, wie ich hier rauskomme aus meiner ganzen Trader Workstation. Das ist ganz einfach. Sie brauchen sich nicht weiter viel ausloggen. Sie schließen das Ganze einfach wie jedes andere Programm auch ansonsten am Computer hier am X. Aber jetzt wollen wir erstmal eine Option kaufen. Ja. Ich gucke hier gerade noch mit auf die Fragen. Kann man einen Bull Call, der schon fast wertlos ist, auch verfallen lassen? Ja. Wenn ihr beides eben dementsprechend wertlos ist, dann können Sie das verfallen lassen. Wie kriege ich jetzt einen Aktienkurs her? Wie kriege ich jetzt den Optionskurs her? Wie finde ich jetzt die Optionskette? Ja, wie finde ich das Ganze jetzt? Also, Sie sehen schon hier, man kann einfach hier rein in ein leeres Kästchen. Jetzt nehme ich das Beispiel her, was ich Ihnen gezeigt hatte. Ich habe nämlich diese Aktie von Archer Daniels Midland Ihnen gezeigt. Das Kürzel ist ADM. Sie erinnern sich, ich habe gesagt gehabt, keine WKN, keine ISIN, sondern hier bei der TWS ist es ganz einfach. Sie geben das Kürzel ein und dann hier mit der Eingabetaste macht es Ihnen so ein Menü auf. Und dann können Sie hier zuerst einmal sich den Aktienkurs anzeigen lassen. So, aktueller Kurs, letzter Kurs 49,21. Jetzt wollen wir aber ja die Option handeln. Können Sie genauso aufrufen. Wieder das Kürzel, Return-Taste und dann hier Optionen auswählen. Dann werden Ihnen hier die Optionsketten mit den verschiedenen Laufzeiten angezeigt. Hier drunter steht noch jeweils wie viele Tage bis zum Verfall. Linke Seite ist der Call. Rechte Seite sind die Puts. Hier sind die Basispreise, also diese Ausübungspreise, der Strike-Preis. Hier Briefkurs, das ist der Ask-Kurs, zu dem wird immer gekauft. Geldkurs oder Bid, zu diesem Preis wird immer gekauft. Ich habe hier immer noch Angaben an offene Positionsgrößen, also das Open Interest.
ich habe hier das Delta mit angegeben und ich habe hier noch die implizite Volatilität, weil Optionen haben auch eine implizite Vola. Implizite Vola. Von den Optionen her, die verschiedensten Laufzeiten, wenn jetzt Sie eine Empfehlung vielleicht bekommen und diese Laufzeit steht nicht hier auf diesen Reitern oder Sie möchten jetzt eben länger als den 21. Januar im Jahr 2022 handeln, dann können Sie hier drauf gehen und hier dementsprechend nochmal sich weitere Laufzeiten anzeigen lassen. Das Wort normal hier bedeutet, dass das der Standardverfall am dritten Freitag im Monat ist. Sie sehen, es gibt hier auch welche noch, die dazwischen sind. Das sind dann diese sogenannten Weeklies. Das sind die, die jeden Freitag verfallen. Gibt es nicht für jeden Wert, aber inzwischen schon für sehr viele. Für Sie als Anfänger würde ich immer vorschlagen, nehmen Sie die Standardverfall immer hier, wo es nur heißt normal. In unserem Beispiel hatte ich ja den 18. Juni gewählt von 2021. Das sind noch 183 Tage. Und Basispreis hatte ich ja gewählt gehabt 48. Jetzt sagen Sie, ich möchte jetzt aber eigentlich ja mal ganz gerne noch weiter ins Geld rein. Sie können sich auch hier noch mehr Basispreise anzeigen lassen. Ja? Sie können dann das hier noch entsprechend mit anwählen. Schließen Sie das Fenster hier wieder. Da werden die aufgezeigt. In meinem Fall war das jetzt, dass wir kaufen den 48er Strike, kaufen immer beim Briefkurs, dann klicken Sie hier auf die 4,10 Dollar an und dann wird Ihnen diese Zeile aufgerufen. Dieser Call wird aufgerufen, dann können Sie das hier schließen und jetzt können Sie genau so, als wenn Sie eine Aktie kaufen würden, bei Briefkurs hier anwählen, draufklicken, dann wird Ihnen ein Orderfenster aufgemacht. Sehen Sie hier noch einmal die Details. Der letzte Kurs hier war bei 3,95 Dollar. Sie kaufen, Gültigkeitsdauer good till canceled, das heißt, ist so lange gültig, bis Sie diese Order wieder aufheben. Order Typ Limit. Ich würde Ihnen empfehlen, hier bei so etwas immer ein Limit zu geben, damit jetzt das Ganze ausgeführt wird. Wir probieren es mal bei 4 Dollar. Zwischen 3,80 und 4,10 Dollar haben wir einen Spread von 30 Cent. Die Hälfte sind eben diese 3,95. Also für 4 Dollar dürften wir jetzt auf jeden Fall reinkommen. Und Routing-Ziel hier immer an der Smart-Börse, dann bekommen Sie automatisch den günstigsten Kurs. Das Ganze übermitteln, bekommen Sie hier nochmal eine Order-Bestätigung, überschreiben. Und jetzt liegt Ihre Order am Markt. Wird jetzt hier zu 4 Dollar gehandelt, dann wird sie gleich ausgeführt und dann erscheint hier unten ein Fenster. Das können Sie nochmal einfach anklicken. Das ist ein Autostorno-Order. Und im Moment sehen Sie, es tut sich noch nichts. Also die 4 Dollar werden jetzt nicht gefüllt. Dann sagen Sie sich, na gut, ich will jetzt aber gerne reinkommen. Dann gehen wir mal hier auf 4,05 Dollar erhöhen wir um 5 Cent, aktualisieren. Kommen wir noch nicht rein. Und Sie sehen schon, ich bin eigentlich schon bei dem nächsten Thema, eben eine Kauflimitänderung. Sie können das ganz einfach machen, hier und aktualisieren. Der tut mir jetzt den Gefallen nicht. Na, dann nehmen wir für 4,50 Dollar. Aktualisieren. Sie können das Ganze jetzt auch sagen, weißt du was, ich mag nicht mehr, ich storniere. Sie können das nämlich hier auch einfach stornieren. Wenn Sie sagen, oh, ich will aber doch in den Trade rein,
Dann probieren Sie es ganz einfach noch einmal. Gehen wir halt jetzt einfach mal großzügiger rein. Ich möchte Ihnen nämlich einfach noch zeigen, wie verkaufe ich das Ganze. Jetzt, also Sie sehen, gekauft für $4,20. So, hier oben haben Sie noch das Handelsprotokoll. Hier wird dann ausgeführt, zu welchem Preis das ausgeführt wurde. Und jetzt dauert es noch 1-2 Sekunden, dann ist hier diese Zeile weg. Sie sehen schon hier an dem Wort Position steht hier eine 1. Das heißt, Sie haben hier einen Call gekauft. Hätten Sie jetzt zur Positionseröffnung diesen Call verkauft, würde hier stehen minus 1 und Sie hätten eine Stillhalterposition. Dann hätten Sie eine Prämie erhalten. So kaufen wir jetzt das Ganze aber. Ja. So, jetzt haben Sie das eben in Ihrem Portfolio drin, diesen einen Call. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, wie Sie das verkaufen können. Ganz einfach hier zum Geldkurs. Können Sie das anklicken? Oder Sie gehen auf diese Zeile, rechte Maustaste, Sie sagen verkaufen oder Sie können auch einfach sagen schließen. Ich möchte jetzt einfach diese Position schließen. Dann nimmt er automatisch das gegenteilige Geschäft. Hier der Verkauf, Gotte cancelt, einen Call verkaufen und sagen, ich möchte jetzt hier ein Limit haben, ich möchte noch mindestens hier diese $3,90 haben, sind wir hier in der Mitte zwischen Briefkurs und Geldkurs und übermitteln. Wird das Ganze hier noch einmal bestätigt. Verkaufen hier diese automatische Stornierung und das Ganze ist verkauft. Ja. Und so haben Sie das einmal komplett jetzt gesehen. Und ich denke mal, der schwierigste Punkt ist für viele, dass sie sagen, wie komme ich an diese Optionskette heran? Wie wähle ich das aus? Selber das Kaufen ist nicht anders als eine Aktie. Und wer sich fragt, was ist denn hier oben eigentlich dieses Menüfenster hier, Option Trader, dieser Option Trader? Wir sind jetzt hier im simulierten Trading, jawohl. Der macht nichts anderes. Da können Sie genauso auch hier oben in diesem Fenster, hier oben in diesem kleinen Fenster, geben Sie das Kürzel ein, Eingabetaste, wählen Sie hier die Aktie und Sie sehen, dann wirft er Ihnen hier genauso diese sogenannte Optionskette auf mit den Laufzeiten, mit dem Basispreis, Call und Puts. Und wenn Sie mal tiefer noch in die Materie einsteigen, dann ist es für Sie noch wichtig zu wissen, hier ist dieser sogenannte Strategy Builder. Hier geben Sie Kombinationen ein. Hier kann man dann wunderbar Spreads handhaben, dass man hier einen Call kauft und einen verkauft. Und dann wird das hier alles aufgeführt und dann hat man das alles. Mache ich jetzt heute aber nicht, weil ich das hier speziell als ein Einsteiger-Webinar habe. Mir ist wichtig, dass Sie diese Komponenten verstehen, was alles mit hinten dran ist. Ja? So. Gibt es soweit Fragen? Okay. Dann gehe ich jetzt wieder auf meine Präsentation. Was meinen Sie mit Kosten? Die Kosten sind eben, wenn ich eine US-Option handle, also am US-Markt, dann sind das die $3,50 bei dem Verkauf. Was heißt das C beim Letztkurs? So ist eben der letzte Option verkauft worden. Das war dieser. Und C dann am Ende des Tages ist das eben dieser Closing Price. Nein, keine Provision. Das Einzige, was ist, ist dieser Unterschied zwischen Ankauf- und Verkaufspreis, das ist dieser Spread, den Sie zahlen, der bei liquiden Titeln also minimal ist. Sie haben es ja gerade gesehen, sind 13
30 Cent. Und wenn Sie dann noch schauen, dass Sie in den Mitpreis noch reinkommen durch Ihr Limit, können Sie das Ganze ja noch dementsprechend steuern. Und Sie zahlen nur diese Transaktionskosten von $3,50. Und wenn Sie das verkaufen, zahlen Sie wieder $3,50. So. Also. Es reicht, wenn Sie verzögerte Daten haben. Es ist dann natürlich, dann ist es mit Ihrem Limit natürlich so eine Geschichte, weil dann kann ja sein, dass der Kurs schon mittlerweile wegrennt und Sie dann eben öfters gucken müssen, ob jetzt das wirklich ausgeführt wurde. So. Ich sehe hier, wie geht das mit dem One-Click-Trading? One-Click-Trading ist eine App vom Investor Verlag, was wir mit anbieten bei den Börsendiensten, dass dann die Handelsempfehlungen mittels dieser App ausgeführt werden. Das heißt, Sie verbinden diese App mit Ihrem Broker. Es funktioniert hier mit Lynx zum Beispiel. Dann wird automatisch Ihre Order ausgeführt. Sie bekommen von mir dann eben schon Ihr Signal auf die App und Sie brauchen nur noch die Anzahl der Kontrakte oder die Anzahl der Aktien eingeben, wenn es um eine Aktienempfehlung geht. So, also, wie können Sie Optionen handeln? Was brauchen Sie denn? Sie brauchen also Zugang zur US-Terminbörse. Sie brauchen die Termingeschäftsfähigkeit, das heißt, Sie müssen bei Ihrem Depotantrag oder dann eben bei Ihnen in der Kontoverwaltung müssen Sie auch dann angeben, dass Sie spekulativ handeln wollen und nicht nur konservativ und vermögenswahrend, weil definitiv Derivatehebelprodukte ist eben nur mal ein spekulativer Handel. Sie brauchen die US-Daten und die US-Optionen. Das heißt, Sie brauchen ja diese Optionswerte hier, diese Optionskette. Und ich habe Ihnen das jetzt hier einmal mit reinkopiert in der Kontoverwaltung von den Daten her, Nordamerika. Und dann reicht Ihnen im Endeffekt hier dieses Snapshot-Bundle. Das reicht Ihnen, weil dann haben Sie eben zu dem Zeitpunkt, wo Sie das jetzt abrufen, diesen Kurs, haben Sie den jetzigen Kurs. Und dann geben Sie das halt ein mit einem Limit und dann ist ja Ihre Order am Markt. Und dann wird ja im Hintergrund läuft ja dann die Order weiter. Und Sie brauchen eben hier diese OPRA, diese US Options Exchange. Hier brauchen Sie die Optionsdaten. Und am besten ist es, wenn Sie auch einen Margin-Account haben. Margin-Account heißt zwei Sachen. Margin Account, Ihnen steht die Liquidität aus Verkäufen gleich wieder zur Verfügung. Bei einem Cash-Konto kann es eben sein, dass es 2 bis 3 Handelstage dauert, bis eben Ihnen das wieder zur Verfügung steht. Das muss ja alles verarbeitet werden. Bei einem Margin-Konto haben Sie es gleich praktisch quasi gleich wieder zur Verfügung, weil ja Sie eine Finanzierung darauf setzen können. Sie können ja das eben finanzieren. Also, Sie haben ja Margin Account, können Sie dann oder brauchen Sie definitiv, wenn Sie Optionsstrategien handeln. Das heißt, sobald Sie zur Positionseröffnung auch Optionen verkaufen, brauchen Sie einen Margin Account. So. Frage ist, gegen Ende der Laufzeit sinkt oftmals das Volumen, sodass Optionen teilweise nicht mehr verkaufbar sind. Aus Ihrer Erfahrung, bei welcher Restlaufzeit sollte ich noch spätestens verkaufen, um Käufer zu finden? Also erfahrungsgemäß, nicht auf den letzten Drücker. Verkaufen Sie wirklich rechtzeitig. Es kommt dann auch darauf an, wie liquide ist der Titel. Wenn Sie einen eine Option auf einen Index, auf den SPY, auf den S&P 500 handelt, der ist so liquide, ja, den kriegen Sie am letzten Tag noch los. Aber wenn Sie halt jetzt eine Option haben, die nicht so viel gehandelt wird, dann müssen Sie halt aufs Open Interest gucken. Sie merken es dann auch schon, wenn das Spread zwischen Ask und Bid-Preis, wenn der größer wird. Ja. Also generell, wenn Sie raus wollen aus dem Ganzen, dann nehmen Sie doch einfach den Gewinn oder realisieren Sie die Verluste. Und wenn Sie sagen, ich wollte aber eigentlich das Ganze noch ein bisschen laufen lassen, dann kaufen Sie halt eine neue Option. Haben dann eine längere Laufzeit. Ja. Waiver heißt hier ganz einfach, dass Gebühren dass die Kosten hier Ihnen
praktisch gut geschrieben werden ab einem bestimmten Handelsvolumen. Wenn Sie eine bestimmte Anzahl von Trades haben, dann wird Ihnen, die werden Ihnen die Kosten gut geschrieben. Was habe ich hier noch für Sie? Also worauf müssen Sie noch achten beim Optionshandel? Hier habe ich es noch einmal ausgeführt. Also Sie kennen ansonsten ja hier, dass Ihre Aktie XY hier Ansem heißt, dann haben wir hier eben Kürzel. Dann haben wir hier die Option mit der Laufzeit, dem Strike Price, dann dem Call und dann gibt es noch sogenannte Ticker. Das wollte ich Ihnen hier noch zeigen. Ja, die besteht immer hier aus diesem Kürzel. Dann ist das hier die Laufzeit. Das ist hier das Jahr. So, das hier ist das Jahr. Dann haben wir hier, das ist das Jahr 2017. Dann ist das hier der Monat, die nächsten zwei Ziffern. Diese 01 ist der Januar. Und die 20, das ist der Tag. Und das ist immer der letzte Handelstag. Und am nächsten Tag verfällt dann die Aktie. So. Und dann ist das eben hier ein C für den Call. Bei einem Put steht hier ein P. Und dann ist das hier dementsprechend der Strike. So. Optionen werden anhand von Kürzeln gehandelt, nicht ISIN, keine WKN, ist anders als bei Optionsscheinen oder Zertifikaten, was auch immer Sie sonst kennen. Hier nochmal so Abkürzungen. Es gibt verschiedene Laufzeiten. Ich empfehle Ihnen immer den Standard dritten Freitag im Monat zu nehmen. Und zum Vorgehen ist es so, Sie analysieren zuerst Ihren Basiswert. Danach wählen Sie eben Ihre Option aus, Ihre Laufzeit und den Basispreis. So, jetzt ist die Frage, soll man nicht warten, bis Sie das Signal zum Verkauf geben? Wenn Sie einen von meinen Börsendiensten haben, ja. Wenn Sie selber handeln, müssen Sie natürlich selber entscheiden. So. Frage ist immer, Stop-Loss kommt jetzt auch wieder. Es gibt nach unzähligen Untersuchungen, ich handle schon so lange, ich habe Untersuchungen von Kollegen hier. Es gibt keinen vernünftigen Stop-Loss, den Sie bei Optionen legen können. Weil selbst wenn Sie 60% oder 70% im Minus sind, das kann Ihnen innerhalb von ein paar Tagen so wieder ins Plus drehen. Das ist nun mal durch die Hebelwirkung so. Eins. Punkt zwei ist, Sie haben einen Stop-Loss vielleicht gelegt, meinen, der ist vielleicht auch großzügig. Jetzt haben Sie aber, wir haben eine unwahrscheinlich erhöhte Schwankungsbreite in den letzten Jahren dazu gewonnen. Wir haben so viele Algo-Trader, automatische Handelssysteme, diese Algorithmen sind dementsprechend oft auf die typischen Stop-Loss, sind die ja drauf programmiert, dass dann die eben diese Stop-Loss mitreißen. Das heißt, wir können oft mal nur so einen Peak nach unten haben und dann geht Ihnen das Ganze aber wieder nach oben. Ihr Stop-Loss ist ausgelöst worden, Sie sind raus aus dem Trade und der Kurs geht aber wieder schön nach oben. Der Trade würde in Ihre Richtung laufen. Also, Sie können für sich mental einen Stop-Loss haben, wo Sie sagen, also wenn das Ganze da drunter geht, dann ziehe ich die Reißleine. Ja, das kommt natürlich immer darauf an, nach welcher Strategie Sie das handhaben. Wie wechselt man den Euro in Dollar über? Habe ich jetzt hier in meiner Präsentation nicht. Schreiben Sie mir eine E-Mail an, hier unten sehen Sie es, cj@claudia-jankewitz.de. Ich schicke Ihnen eine Anleitung, ganz einfach, wie Sie das wechseln können. Das sind ein paar Klicks in der Handelsmaske und dann haben Sie das. Was habe ich noch für Sie? Worauf sollten Sie noch achten? Also Optionen werden beeinflusst durch Volatilität. Verfallszeit natürlich, ja, je kürzer die Zeit zum Verfall ist, umso mehr verliert sie an Wert. Was schlecht ist, wenn wir Optionen kaufen. Was gut ist, wenn wir Optionen verkaufen, wenn wir Stillhaltergeschäfte machen, weil wir davon ausgehen, wir wollen ja, dass die wertlos verfällt. Zinsen, Dividenden sind haben einen weniger starken Einfluss. Optionen haben einen inneren Wert, implizite Vola, Zeitwert. Darauf bin ich jetzt nicht so stark drauf eingegangen. Ich will sie nicht zu sehr mit verschiedensten Punkten jetzt noch konfrontieren. Nur noch mit als Hinweis, das habe ich jetzt nicht jetzt explizit in irgendeiner Maske, Präsentationsfolie noch
Wenn Sie Optionen kaufen, dann schauen Sie mir bitte auf die implizite Vola. Die sollte nicht höher sein als 40. Ja? Weil wenn dann die Vola nach unten geht, dann verliert Ihnen die Option alleine schon mal durch Wert, obwohl es sich am Aktienpreis nicht viel tut. Also, man sollte die Optionen nicht so handeln wie bei den Aktien wegen des Zeitfaktors. Ja, bei den Aktien ist ja Zeit Ihr Verbündeter, da können Sie langfristig anlegen. Ja, das selbst mal Korrekturen sitzen Sie aus. Da haben wir eben the trend is your friend. Aber hier ist es halt Zeit ist dein Feind. Ja, bei gekauften Optionen. Wenn Sie verkaufen, dann nutzen die den Zeitwertverfall. Strike-Preis am Geld, im Geld, aus dem Geld, das hatte ich Ihnen schon erwähnt. Und bei US-Optionen eben, hier haben wir immer den Faktor 100. Das heißt, Optionsprämie mal 100 ist Ihr Kapitaleinsatz. Und jetzt noch etwas, was den einen oder anderen Optionseinsteiger irritiert. Jetzt hat er, ja, yippie, die erste Option ist gekauft, der Call ist dran, läuft alles und auf einmal kriege ich jetzt eine Nachricht vom Broker, mit diesem Hinweis, Ratschläge zur Auslösung von Optionsausübung durch Dividenden. Und dann ist schon mal erstmal wieder, ach Gott, was ist das jetzt schon wieder alles? Das ist eine Standardinformation Ihres Brokers, wenn von dem Wert, von der Aktie, wo Sie die Option halten, demnächst eine Dividende gezahlt wird. Dann werden Sie darüber informiert, ob eine vorzeitige Ausübung voraussichtlich finanziell vorteilhaft wäre oder finanziell nicht vorteilhaft wäre. Ja, dann würde da dementsprechend etwas drinstehen. Jetzt hier in dem Fall, bei diesem, das hier ist ein ETF auf den S&P 500, da heißt es, vorzeitige Ausübung ist nicht finanziell vorteilhaft. Also erstens mal bin ich sowieso nicht daran interessiert, hier diesen ETF zu kaufen. Ich bin nicht interessiert daran, hier die Dividende zu erhalten und sie ist eben auch nicht finanziell vorteilhaft für mich. Ja? Deswegen, das können Sie ignorieren, wenn Sie nicht an der Aktie und nicht an der Dividende interessiert sind. Und vorhin habe ich so aus dem Augenwinkel heraus noch gesehen, die Frage war, ja, aber wenn die Dividendenzahlung ist, dann ist ja der Aktienkurs ein bisschen niedriger. Ja klar, für den einen Tag ist eben der Aktienkurs um die Dividende reduziert. Und dann in den nächsten Tagen normalisiert sich das ja wieder. Dann haben wir hier unten noch den Fall, eben Short-Optionen, bei denen es unserer Einschätzung nach wahrscheinlich zu einer frühzeitigen Zuteilung kommen könnte oder eben nicht zu einer frühzeitigen Zuteilung könnte. Das hier sind Short-Positionen. Das wäre, wenn Sie eben hier diese Optionen verkauft hätten, eine Prämie vereinnahmt hätten, dann kriegen Sie hier die Information, ob hier es zu einer frühzeitigen Zuteilung kommen könnte, weil Optionen, amerikanische Optionen, können eben jederzeit ausgeübt werden. Hier sollten Sie eben dementsprechend ein bisschen aufpassen, wenn da eine Nachricht kommt. So, weil ich es ja vorhin genannt habe, hier mit diesem Verkauf eines Calls, ich gehe nur kurz drauf ein. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, gilt für den Kauf eines Calls. Und jetzt erwähne ich nur kurz diese umgedrehte Geschäft, damit Sie es mal gehört haben und dass Sie wissen, um was es hier geht. Stillhalterposition ist, Sie verkaufen einen Call, um in den Trade einzusteigen. Das heißt, der Verkäufer der Call-Option, diese Short Calls, ist zur Lieferung des Basiswertes verpflichtet. Für diese Verpflichtung erhält er die Optionsprämie. Also, Sie verkaufen den Call zur Positionseröffnung. Sie erhalten eine Prämie, was weiß ich, 60 Cent oder einen Dollar. Dann haben Sie das im Depot mit minus 1 drin. So. Jetzt ist die Frage ja eben, läuft das Ganze ins Geld, läuft das aus dem Geld? Ja, läuft das Ganze aus dem Geld, dann behalten Sie diese Prämie. Läuft das Ganze aber ins Geld, dann müssen wir aufpassen. So. Läuft das Ganze ins Geld,
und die Option verfällt. Dann haben wir nämlich hier in der Praxis, allerdings wird der Basiswert bei der Ausübung der Option nicht notwendigerweise geliefert. Gegebenenfalls bezahlt der Verkäufer der Call-Option den Käufer einfach die Differenz zwischen dem Preis, den er zum Basiswert ausgemacht hat, und eben dem Ausübungspreis, diesem Strike. Und das ist dann eben dieser Barausgleich. So. Mit dem Verkauf eines Calls gehen Sie also eine Stillhalteposition ein, eine Short-Position. Wenn Sie 100 Aktien des Basiswertes haben, dann nennt man das einen Covered Call. Haben Sie diese Aktien aber nicht, dann ist es ein Naked Call. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass Sie hier wissen, was dementsprechend da passieren kann, wenn eben ausgeübt wird. Ich zeige Ihnen das auch gleich nochmal in einer Tabelle. Wann würde man das dann anwenden, Verkauf eines Calls? Sie machen das, wenn Sie erwarten, dass Sie entweder sinkende, seitwärts laufende oder leicht steigende Kurse erwarten. Dann würden Sie einen Call verkaufen und dann haben Sie diese Stillhalterposition. Sie erhalten eine Prämie, Sie hinterlegen eine Margin beim Broker. Und solange der Kurs zum Laufzeitende nicht über dem Strikepreis des Calls liegt, verfällt der Call wertlos und Sie behalten eben Ihre gesamte Prämie und das ist Ihr Gewinn. Maximaler Gewinn ist die erhaltene Prämie. Sie sehen, der Gewinn ist gedeckelt. Sie haben aber ein unbegrenztes Risiko bei stark steigenden Kursen über den Strike des Calls. Und das ist eben die Krux, wo ich sage, für Anfänger empfehle ich das nicht unbedingt, weil Sie müssen das hier schon ein bisschen mehr erstmal mit beobachten. Wenn Ihnen auf einmal eine Position mit minus 400, minus 500 Dollar oder minus 1000 oder was auf einmal dann drin steht, dann ist das natürlich, kann das ein ziemliches Loch in Ihre Kasse reingreifen. Und wenn Sie das Ganze nicht weiter beobachten, ja, und jetzt läuft Ihnen das Ganze nämlich zum Laufzeitende ins Geld, was ist dann? Dann müssen Sie nämlich die 100 Aktien des Basiswertes liefern, beziehungsweise wenn Sie diese 100 Aktien eben nicht haben, dann bekommen Sie eben diese minus 100 Aktien eingebucht. Und das ist dann das Thema, wenn dann, wenn Sie sich wundern, was ist jetzt da eigentlich passiert? Wieso habe ich jetzt hier minus 100 Aktien? Ich habe doch die gar nicht gekauft. Nee, das liegt ganz einfach daran. Sie haben hier einen Verkauf eines Calls getätigt. Und das ist jetzt auch nochmal etwas, wo ich dann bitte mit sage, passen Sie mir auf, gerade speziell, wenn Sie jetzt zum Beispiel diese App nehmen, One-Click-Trading. Geht wunderbar für die Order-Ausführung und für die Verkaufsorder-Ausführung. Aber Sie müssen natürlich schon im Blick haben, was Sie in Ihrer Handelsmaske auch wirklich haben. Was haben Sie wirklich in Ihrem Depot? Wenn Sie nur blind jetzt die Verkaufsorder eingeben und Sie haben aber eigentlich diesen Call gar nicht gekauft, und Sie verkaufen den jetzt, auf einmal haben Sie eine Minusposition drin und Sie denken, alles ist ja wunderbar. Und dann läuft Ihnen das ins Geld, es verfällt und dann haben Sie nämlich diese minus 100 Aktien. So, und deswegen sage ich, bitte aufpassen. Sie sollten wissen, wie funktioniert eine Option. Ja, also, deswegen immer mit im Auge haben. Das sollte es mal passieren, dass Ihnen hier so etwas ist, das ist dann auch kein Beinbruch. Sie müssen es allerdings dann halt, diese Aktien müssen Sie wieder, die müssen Sie dann kaufen, damit diese Position geschlossen wird. Und Sie merken, das Thema ist schon ein bisschen komplexer und dann kann ich das ganz gerne einfach mal in einem anderen Webinar noch machen. Hier nochmal die Aufstellung, was passiert eben, wenn Sie einen Short Call haben. Wenn Sie vor dem Verfall nicht tätig werden und das heißt eben den nicht zurückkaufen, dann ist genau das, ja, was ich Ihnen gerade eben erwähnt habe. Das war jetzt die Call-Seite. All das, was ich jetzt heute gemacht habe, war jetzt nur die Call-Seite. Für einen gekauften Put gilt genau das Gegenteil. Gilt genau das Gegenteil. Sie setzen auf sinkende Kurse mit dem Angeld, im Geld ist es genau im Gegenteil. Ja? Da ist nichts weiter. Deswegen, was passiert, wenn Sie jetzt einen
Put gekauft haben, also eine Long Put haben, und sie werden vor dem Verfall nicht tätig, sie verkaufen die nicht. Was würde dann passieren? Ihr Put ist im Geld, Kurs ist unter dem Strike, die Option wird automatisch ausgeübt, das heißt der Basiswert, also zum Beispiel diese Aktie, wird zum Basispreis verkauft und Ihrem Portfolio ausgebucht. Das heißt, dass das dann eben, wenn Sie eben diese Aktienposition nicht haben, in eine Short-Position endet. Was haben wir bei einem Long-Put aus dem Geld? Wenn der Kurs eben über dem Strike ist, dann verfällt die Option automatisch. Die wird dann auch automatisch ausgebucht. Da brauchen Sie nichts mehr machen. Das wird automatisch bei Ihrem Depot ausgebucht und am Montag ist dann da eben nichts mehr in Ihrem Depot. Was ist, wenn Sie einen Short Put haben? Also das heißt, Sie haben einen Put verkauft. Sie kaufen den nicht zurück vor dem Verfall. Das Ganze ist Ihnen im Geld. Dann haben wir eben hier auch den Fall, dann wird diese Option ausgeübt. Das heißt, in Ihrem Depot wird der entsprechende Wert eingebucht. Sie müssen den Kaufpreis zahlen. Mein Beispiel war das jetzt mit einem Strikepreis von 48. Dann wäre das, Sie müssten eben diesen Basiswert, diese 100 Aktien kaufen zum Strikepreis von 48 Dollar. Das sind 4.800 Euro. Diese Strategie, die kann man anwenden, wenn man sagt, ich möchte sowieso diesen Wert kaufen, aber ich möchte den eigentlich noch ein bisschen günstiger haben. Dann kann man sowas machen. Ja? Dann sagt man, okay, ich nehme einen Strike, einen Preis, den ich bereit bin zu zahlen, und dann lasse ich es eben drauf ankommen. Entweder ich nehme die Prämie ein, der Kurs steigt vielleicht weiter. Auch gut, dann probiere ich es halt noch einmal und irgendwann, wenn dann eben doch mal es soweit ist, dass ich die Aktie zu dem Preis kriege, wie ich sie haben will, das heißt dann eben, dass die dann im Geld ist und dann kaufe ich eben diese Option, weil ich wollte sie ja sowieso haben. Ja, und dann kann man das Gegenspiel wieder machen, dann kann man den Covered Call dann dementsprechend handhaben. Also Sie sehen, das ist eine ganz große Spielwiese bei den Optionen und dann gibt es wunderbare Sachen. Wichtig ist nur, dass Sie sich nach und nach ganz einfach da herantasten und dass Sie mir ganz einfach wissen, was passiert denn jetzt eben, wenn ich hier nicht tätig werde. Deswegen merken Sie sich ganz einfach bei gekauften Optionen, das ist eben so, wie das in meinen Börsendiensten ist, egal ob jetzt beim Moneykalender oder beim Optionentrader.info, wenn wir eine Option gekauft haben, wir verkaufen die immer vor dem Verfall. Damit wir eben nicht hier in diese Situation kommen, dass hier eventuell irgendetwas ausgeübt wird. Das ist genau der Punkt. So, gibt es denn noch Fragen? Ich gucke mal rein. Kann ich mich darauf verlassen, dass der Put-Verkäufer die Option ausübt, wenn ich auf diese Weise eine Aktie aus charttechnischen Gründen verbilligt kaufen möchte? In der Regel ja. Also ich praktiziere es selber auch und dann kriegt man die dementsprechend eingebucht, weil die sind so liquide und die werden so viel gehandelt. Dann wird das dementsprechend auch so ausgeführt. Ja, gut. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen. So. Alles, was jetzt nicht mit diesem Thema zu tun hat, bitte dann einmal eine E-Mail an mich schreiben. Ich habe auch Literaturempfehlungen sehr, sehr gerne. Da kann ich Ihnen gerne ein paar Bücher nennen. Bitte mir einfach eine E-Mail schreiben hier an cj@claudia-jankewitz.de. Dann schicke ich Ihnen gerne meine Literaturempfehlung zu. Ja. Ich sehe noch hier, Tesla kommt morgen in den S&P 500. Muss ich auf etwas achten? Das ist die Frage, auf was wollen Sie achten? Für Tesla-Kurs, für S&P 500?
meine, Sie können sich ja vorstellen, dass Tesla natürlich ein ziemliches Gewicht hier reinbringt beim S&P 500. Der S&P 500 ist ein gewichteter Index. Da haben wir schon Amazon und die anderen Schwergewichte drin. Jetzt kommt noch ein weiterer Schwergewicht dazu. Was jetzt da ansonsten ist, muss man ganz einfach mal abwarten. Also ich bin jetzt bei solchen Wechseln, wüsste ich jetzt nicht, auf dass da irgendetwas Spezielles zu achten ist. So, dann ist hier nochmal etwas. Ich habe große Probleme, dem aktuellen Aktienkurs den entsprechenden Optionskurs zuzuordnen. Wie geht man da vor? Lieber Teilnehmer, das war genau das, was ich jetzt erklärt habe. Sie haben den Aktienkurs, Sie wählen einen Strike-Preis, um den aktuellen Aktienkurs am Geld, leicht im Geld, leicht aus dem Geld, Laufzeit je nach Ihrer Haltedauer. Wenn Sie sagen, ich möchte 3 Monate das Ganze halten oder das Ganze bis zum nächsten Jahr soll das hier mal laufen, dementsprechend mindestens 3 oder 6 Monate länger noch hinten dran halten an der Laufzeit. Ja? Fragen, wie werden Kurse fallen oder steigen? Bitte, das sind alles Marktanalysen. Dann muss man schon mal genauer reingehen. Das ist nichts, was jetzt hier in diesen Webinar reingehört. Deswegen das Thema, was passiert bei einem Naked Long Put, die im Geld verfällt? Also einen Naked Long gibt es nicht. Es gibt nur einen Naked Short Put. Einen Naked Short Put, wenn der im Geld verfällt, dann ist es genau das hier, dieser Punkt. Der verfällt nicht im, ja, der verfällt in dem Sinne, dass hier eben ausgeübt wird. So, also, ich schlage vor, ich weiß, es war sehr, sehr viel Information. Das Webinar ist aufgezeichnet. In ein paar Tagen wird Lynx Broker das online stellen. Schauen Sie doch einfach in den nächsten paar Tagen im Webinar-Archiv nach, dann gucken Sie sich das Ganze nochmal ganz genau an und dann bin ich mir sicher, dass Sie hier sehr, sehr viel heute mitnehmen konnten oder ich hoffe es zumindest. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so zahlreich wieder mit dabei waren, also wunderbar, ich freue mich immer. Das nächste Webinar findet im Januar statt, 14. Januar. Dann mache ich eine Marktanalyse zum Jahresauftakt. Dann kommt hier der Herr, wer fragt, fallen die Kurse, steigen die Kurse. Ja? Ansonsten gerne auch hier meinen kostenlosen Newsletter abonnieren. Da habe ich nämlich Analysen drin. Frage, fallen die Kurse, steigen die Kurse, ist ja die Frage, was? Ja, ja, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie gut durch die Winterzeit kommen, gut ins neue Jahr, bleiben Sie gesund. Hoffentlich haben Sie ein paar schöne, ruhige, besinnliche Feiertage. Lassen Sie die Börse auch einfach mal Börse sein. Genießen Sie das Leben und wir sehen und hören uns wieder im Januar. Bis dahin, machen Sie es gut.